Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Buchhorn, sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Lux, sehr geehrter Herr Bürgermeister Marewski, sehr geehrte Ratsmitglieder, liebe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Leverkusen. Das Jahr 2014, obwohl noch gar nicht zu Ende, wird mir als großes Erinnerungs- und Gedenkjahr im Gedächtnis bleiben. 2014 war mit vielen Veranstaltungen, Höhepunkten und medialen Rückbesinnungen zum Thema Wende und Mauerfall gespickt. Leipzig und Berlin standen als Orte des Hauptgeschehens ganzjährig im Fokus der Presse, Funk und Fernsehen, und es verging kaum ein Tag, an dem man nicht die Ereignisse vor 25 Jahren in der DDR stattfinden erinnert wurde. Ja, es war eine aufregende, spannende Zeit damals, und ich bin dankbar, dass ich das miterleben konnte. Und ja, es war schon sehr bewegt und ergriffen, als ich anlässlich des Mauerfalljubiläums diese Aktion mit den leuchtenden Ballons sah, die 8 Kilometer der ehemaligen Mauer markierten und später am Abendhimmel verschwanden. Aber ich habe mir auch die Frage gestellt, ob das eigene Erleben auch Menschen berührt, die nicht so nah am Geschehen waren und nicht selbst unmittelbar beteiligt oder betroffen waren. Gut möglich, dass der mediale Hype um den Mauerfall zu Fernsehzuschauern in den Altbundesländern schon überdrüssig wurde. Für mich ist dieser Mauerfall das Symbol einer Entwicklung, die, wie Sie wissen, schon früher begann. Ganz langsam, kaum spürbar, zögerlich, aber immer eine Richtung zeigend, die Richtung Annäherung von Ost- und Westdeutschland. Hier fängt unsere gemeinsame Geschichte an, die von Leverkusen und Schwedt und unserer Städtepartnerschaft, die zu einer Zeit geschlossen wurde, als von der Wende und der Wiedervereinigung noch keine Rede war. Die Stadt Leverkusen hatte in den 80er Jahren die Initiative ergriffen und sich eine Partnerstadt in Ostdeutschland der damaligen DDR gewünscht. Wir, die Stadt Schwedt-Oder, standen gar nicht auf der Wunschliste. Man hat uns sozusagen zugeteilt. Wir wurden zusammengeführt. Eine solche Ehe zwischen Frau und Mann hätte sicher ihre Startschwierigkeiten gehabt. Nicht so bei unseren beiden Städten. Hier waren das Interesse und die Neugier aufeinander riesengroß und hatte fast noch einen Hauch von Exotik. Man wollte den deutschen Nachbarn und das Leben jenseits der Grenze kennenlernen. Es war schon eine besondere Städtepartnerschaft und vielleicht die letzte, die zwischen einer Stadt in der DDR und der BRD beschlossen wurde. Danach kam die Wiedervereinigung. Dieses Ereignis hatte zum damaligen Zeitpunkt wirklich niemand erahnt. Aus später Sicht kann ich sagen, wir haben einen guten Fang gemacht und waren stolz auf die große bekannte Stadt im Westen Deutschlands, die jetzt unsere Partnerin war. Und so starteten wir im Zuge der gesellschaftlichen Aufbruchstimmung gleich richtig durch mit der Zusammenarbeit. Leverkusen war für viele Schweder, die keine Westverwandtschaft hatten, die erste Anlaufadresse, um mal zu sehen, wie es sich lebte und wo wir erst hin wollten, wie die Strukturen sind und auf was wir uns alles um- und einstellen mussten. Ich erinnere mich noch an eine Busreise des Runden Tisches mit einem Besuch auch in ihrer Ratssitzung und einer Schulung zur Kommunalverfassung. Übrigens, damals in der Ratssitzung wurde über die Schulpolitik kräftig gestritten. Für viele war es oft der erste Westbesuch, die erste Verbindung zum freien Leben, und jedes Detail wurde aufgesogen. Ja, man kümmerte sich um Kontakte, gründete Vereine und wollte auch wissen, wie nur so eine Krankenkasse oder eine Stadtsparkasse funktioniert. Unsere Städtepartnerschaft ist ein Glücksfall der Geschichte. Von oben verordnet, von unten gelebt, weil die Wende diese Partnerschaft einen unendlichen Freiraum bot. Wir hatten auch deshalb Glück, weil unsere Partner an unserer Seite hatten, die uns mit Rat und Tat begleiteten. Es ist hier und heute ein guter Zeitpunkt, Ihnen dafür auch nochmal Danke zu sagen. Stellvertretend für all jene Leverkusener, die uns durch die schweren Jahre des gesellschaftlichen Neubeginns geführt haben, nenne ich zwei Namen und bedanke mich wohl wissend, dass Sie es nicht alleine waren. Da ist der Günter Nahl, der damals Amtsleiter der Stadt Leverkusen war. Er war zuständig
für unsere junge Städtepartnerschaft und war sozusagen als Lotse unterwegs. Und Ralf Lupp, damals vom Klinikum Leverkusen zu uns kommt und für viele Jahre als Geschäftsführer des Klinikums in Schwedt bleibt. Wir können mit Stolz auf eine erfolgreiche Partnerschaft zurückblicken, die vom Engagement der Bürger und Bürgerinnen geprägt wird. Der Stolz zeigt sich auch darin, dass es keine 4 Jahre unserer Partnerschaft gedauert hat. Da gab es schon eine Leverkusener Straße in Schwedt. Die gibt es auch heute noch. Viele Vereine pflegen die Kontakte, die damals geknüpft wurden. So zum Beispiel, und diese Ausführung kann und soll nicht vollständig sein, der Marineverein Schwedt und Umgebung, der mit diesen hiesigen Vereinen tätig ist. Und wir hatten gestern zur Ausstellungseröffnung wieder mal den Schendikor zu Besuch. Er ist schon ein Zeitzeuge unserer Partnerschaft, weil in vielen Veranstaltungen in Schwedt oder in Leverkusen die Eröffnung mit begleitet wird. Der Faschingsclub von BKH Schwedt mit dem Leverkusener Karnevalsverein, auch Käthe Steinke, war gestern mit anwesend. Der Sportverein Eintracht 2011 e.V. mit der Traditionsmannschaft Bayer Leverkusen 04, die katholische Kirchengemeinde Schwedt und der Katholikenrat Leverkusen, das Kinder- und Jugendtheater Stolperdraht Schwedt, der Schwedter Heimatverein und der Oblaner Geschichtsverein, Seniorenvereine, Kunstgalerien, Schwedter Briefmarkenverein, da war jetzt die Ausstellungseröffnung ebenfalls in Schwedt, aber auch mit der Partei unterwegs waren SPD und CDU, unsere Musik- und Kunstschule, Johann Abraham Peter Schulz, der Stadt Schwedt ist oft in Leverkusen aufgetreten. Ich selbst bin Mitglied im Lions Club, auch dort wurden intensive Gründung. Wir feiern nächstes Jahr unseren 20-jährigen Geburtstag der Charterfeier. Alles tolle Sachen und nicht zu vergessen und auch nicht zuletzt die vielen Wohlfahrtsverbände von der Lebenshilfe bis zur AWO, die das Leben bereichert haben. In Vorbereitung auf dieses Jubiläum habe ich festgestellt, dass es 2 Personenkreise gibt, die ganz unterschiedliche Sichtweisen auf den Abschluss der Städtepartnerschaft im Herbst 1989 haben. Da sind einerseits die Zeitzeugen, die gut informiert und selbst überrascht sind, wie detailliert man sich noch nach 25 Jahren erinnern kann. Und da sind die anderen, die in die Nachwendezeit hineingeboren wurden und die Fragen stellen, zum Beispiel, warum man damals nicht gleich weitergeguckt hat, vielleicht nach Frankreich, um dort eine Städtepartnerschaft zu gründen. Nun ja, die Jüngeren kennen eben unsere gemeinsame Geschichte nicht und man muss sie ihnen erzählen. Und wie wird es mit uns weitergehen? Wir haben das eigenständige Laufen schnell gelernt. Auf Dauer hätte es auch nicht funktioniert, immer zu sagen, Leverkusen macht das auch so. Mit unserem neuen Selbstbewusstsein entstanden eigene Ansätze. Im Föderalismus entwickelt sich Vielfalt, andere Schwerpunkte in Ost und West bestimmen heute das Leben. All das macht unsere Städtepartnerschaft weiterhin spannend. Es gibt immer Lohnendes zum Gedankenaustausch. Das 10-jährige und das 20-jährige Partnerschaftsjubiläum haben wir liebevoll mit einem Bürgerfest im europäischen Gouvernementenpark in Schwedt gefeiert und zu unserem 25-jährigen Jubiläum Bäume gepflanzt. Ich sehe es auch in Zukunft als unsere gemeinsame Aufgabe, die Städtepartnerschaft zwischen Leverkusen und Schwedt zu legen und zu pflegen. Und ich bedanke mich hier auch schon mal für die hervorragende Gastfreundschaft. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Buchhorn, es gibt noch Potenzial nach oben. Wir sind Nationalparkstadt, haben eine neue Visitenkarte und laden Sie natürlich als Touristen ein, unsere Stadt zu besuchen. Übrigens, wir haben im Dezember 2015 unser 750-jähriges Stadtjubiläum, was auch zünftig gefeiert wird. Wir könnten uns vorstellen und haben auch den Aufenthalt bei Ihnen genutzt, über Schüleraustausch zu sprechen und vielleicht Kultur mit unseren obermärkischen Bühnen, die in Ihrem Forum auch schon mal aufgetreten sind. Schwedt ist gut vorangekommen im Stadtumbau. Hier hat sich viel verändert und die einzige sozialistische Vorsteigestadt ist kaum wieder zu erkennen. Es können heute Erfahrungen von Ost nach West zurückgegeben werden. Damals zur Wendezeit wollten viele wissen, wie ticken die Ossis und Wessis. Lassen Sie uns diese Neugier weiterhin in der Bürgerschaft unserer Städte wecken
und so einen aktiven Beitrag zur deutschen Einheit leisten. Wie gesagt, wir pflegen eine besondere Partnerschaft mit Zukunft. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr geehrter Herr Vorsitzender Höppner, Frau Bürgermeisterin Lux, Herr Bürgermeister Nawetzki, Herr Bürgermeister Wölver, meine sehr geehrten Damen und Herren des Rates, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das Jahr 1989 war ein ganz besonderes, ein glückliches Jahr für Deutschland und für Europa. Mit dem Mauerfall am 9. November vor 25 Jahren war der Weg für die Wiedervereinigung der beiden geteilten deutschen Staaten endlich frei. Gleichzeitig wurde im Herbst 1989 auch die offizielle Städtepartnerschaft zwischen Schwedt und Leverkusen begründet, deren 25-jähriges Jubiläum wir heute würdigen wollen. Diese Partnerschaft begann in stürmischen Zeiten. Damals, als die Partnerschaftsurkunde zunächst im Oktober 1989 in Schwedt unterzeichnet wurde, war Deutschland noch ein geteiltes Land. Der Fall der Mauer noch keineswegs abzusehen. Es war eine verheißungsvolle Zeit, die vom drängenden Ruf tausender mutiger Bürgerinnen und Bürger der DDR nach demokratischen Veränderungen geprägt wurde. Ob dies alles aber auch ein gutes Ende nehmen würde, konnte zum damaligen Zeitpunkt noch niemand vorhersehen. Nach nur wenigen Wochen, aber als Anfang Dezember 1989 die Partnerschaftsurkunden vom damaligen Schwedter Oberbürgermeister Detlef Klose, Oberstadtdirektor Dr. Walter Mende und Bürgermeister Wolfgang Opladen auch hier in Leverkusen im Spiegelsaal von Schloss Mosbroch paraffiert wurden, hatte die friedliche Revolution ihr Ziel erreicht. Der Weg zur Wiedervereinigung war bereitet. Und so steht die Partnerschaft zwischen Schwedt und Leverkusen gleichbedeutend zwischen auch für den Einigungsprozess eines gesamtdeutschen Staates, der damals begann. Aus unserer Partnerschaft, die in so stürmischen Zeiten ihren Anfang nahm, entwickelte sich in den Jahren nach der Wende ein offener und intensiver Erfahrungsaustausch zwischen Ost und West. Denn obwohl Schwedt und Leverkusen nun zu einem gemeinsamen deutschen Staat gehörten, mussten sich beide Seiten erst richtig kennenlernen. Vor allem aber war tatkräftige Aufbauhilfe bei der Entwicklung moderner Verwaltungsstrukturen erforderlich. Viele Fachkräfte aus der Leverkusener Verwaltung kamen dazu nach Schwedt. Es gab aber natürlich auch konkrete finanzielle und materielle Hilfen, wie etwa Büroausstattungen oder medizinische Geräte. Dies alles half, den Wandlungsprozess in den ersten Jahren zu bewältigen. Diese Anfangszeit unserer Partnerschaft ist in der aktuellen Ausstellung im Forum übrigens sehr eindrucksvoll dokumentiert. Wir haben sie gestern gemeinsam eröffnet. Dort wird Geschichte wieder lebendig. Einen Rundgang sollte man sich deshalb nicht entgehen lassen. Heute besteht unsere Städtepartnerschaft aus Kontakten auf vielerlei Ebenen. Die gegenseitigen Besuche sind zu einer guten Tradition geworden. Sportler, Künstler, Vereine, etwa die Marinekameradschaft mit ihrem Schentikor, der Katholikenrat und nicht zu vergessen die äußerst regen Karnevalisten beider Kommunen kommen regelmäßig zusammen. Einmal angeschoben lebt eine Städtepartnerschaft vom Engagement der Bürgerinnen und Bürger. Ihr Einsatz, ihr Interesse ist das tragende Element. Die Kontakte von Mensch zu Mensch sind es letztlich, die Städtepartnerschaften so erfolgreich machen. So drückte es auch Bürgermeister Opladen bei der Vertragsunterzeichnung vor 25 Jahren aus. Die Städtepartnerschaft dürfe nichts Abstraktes sein. Sie habe den Menschen zu dienen, denn sie diene damit auch dem Frieden in Europa und in der Welt. Der Austausch zwischen Schwedt und Leverkusen geschieht heute, 25 Jahre nach dem Mauerfall, längst auf Augenhöhe. Schwedt hat den enormen Strukturwandel von einer Industriestadt mit zeitweise über 50.000 Einwohnern zu einem lebendigen Mittelzentrum mit heute rund
30.000 Einwohnern in beeindruckender Weise gemeistert. Sehr geehrter Herr Polzel, bei meinem Besuch in Schweden vor wenigen Wochen konnte ich mich selbst vom neu gewonnenen Charme Ihrer Stadt überzeugen, die dank zahlreicher Projekte zum Stadtumbau die Architektur der Vorkriegszeit und die DDR-Architektur harmonisch miteinander vereint und die heute für alle Generationen eine hohe Lebensqualität besitzt. Ich kann allen hier, die noch nicht die Gelegenheit dazu hatten, einen Besuch in Schwedt nur wärmstens empfehlen. Ich werde übrigens nächstes Jahr auf eine Woche Naturschutzpark nach Schwedt kommen. Können Sie sich darauf verlassen. Dabei muss eines betont werden. Zwar gibt es mittlerweile berechtigte Kritik an der Verteilung der Mittel aus dem Solidaritätszuschlag, doch am Beispiel Schwedt sieht man, dass diese finanzielle Unterstützung für den Osten Deutschlands dringend notwendig war und sehr gut angelegt worden ist. Ein solcher gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Wandlungsprozess einhergehend mit einem drastischen Rückgang der Bevölkerungszahl kann nur auf diese Weise bewältigt werden. Was den Strukturwandel anbetrifft, können wir in Leverkusen einiges von Schwedt, insbesondere von den dortigen Erfahrungen lernen. Grundsätzlich stehen wir heute vor ähnlichen Aufgaben. Städteplanung und Stadtmarketing, Arbeitsmarkt und Infrastruktur, Familienfreundlichkeit und Umweltschutz. Das sind die Fragen, die Schwedt und Leverkusen gleichermaßen bewegen und auf die wir alle ständig nach neuen Antworten suchen müssen. Denn die Probleme, die wir heute haben, sind gemeinsame. Die Auswirkungen globaler Finanz- und Wirtschaftskrisen treffen ganz Deutschland, Ost wie West, gleichermaßen. Wir müssen mehr für Bildung sowie für eine familien- und seniorengerechte Stadtentwicklung tun, um angesichts des demografischen Wandels zukunftsfähig zu bleiben. Wir müssen im Zeichen von Klimawandel und Energiewende in innovative Umwelttechnologien investieren. Und wir müssen angesichts der dramatisch steigenden Zahlen von Flüchtlingen dafür sorgen, dass diese Menschen bei uns menschenwürdig untergebracht und versorgt werden können. Gerade dies ist eine Aufgabe, die unser gesamtes Land betrifft. Denken wir daran, wie viel Hilfe uns nach 1945, nach Flucht und Vertreibung im Nachkriegsdeutschland zuteil wurde, als sie hier dringend gebraucht wurde. Und wir dürfen die Bedeutung der europäischen Integration nicht aus dem Blick verlieren. Diesen europäischen Kontext gilt es nicht zu vergessen, gerade dann nicht, wenn die EU Schwächen zeigt oder Kritik ausgesetzt ist. Die europäischen Staaten sind aufeinander angewiesen und insbesondere Deutschland hat viel vom gemeinsamen Markt profitiert. In Krisen, seien sie wirtschaftlicher, finanzieller oder humanitärer Art, heißt es zusammenzustehen und gemeinsam Lösungen zu finden. Das Rad der Geschichte lässt sich nicht zurückdrehen. Ich erwähnte es eingangs, der Fall der Mauer war ein glücklicher Tag nicht nur für Deutschland, sondern für Europa. Und heute gehören die ehemaligen Ostblockstaaten zu den Nachbarn Deutschlands in der EU. Für eine Stadt wie Schwedt bedeutet das, nicht mehr an der Grenze zu liegen, sondern mitten in Europa die besten Kontakten zum polnischen Nachbarn. Von dieser wirtschaftlichen und kulturellen europäischen Öffnung profitiert letztlich auch Leverkusen. In Zeiten, in denen sich in immer mehr Staaten wieder längst überwunden geglaubte autokratische Regierungsformen etablieren, in denen die Euroskepsis wächst und die Rufe nach einer Rückkehr zu einer Politik der Nationalstaaten lauter wird, ist es umso wichtiger, konsequent den Weg der europäischen Einigung zu gehen. Denn Demokratie und Freiheit sind kostbare Güter, die im normalen Alltag oft als selbstverständlich hingenommen werden. Demokratie ist oftmals ein zähes Geschäft, das einen langen Atem braucht. Sie muss immer wieder neu belebt und gestärkt werden, damit sie funktioniert. Eine stete Partnerschaft, wie sie zwischen unseren beiden Städten besteht, dient der Stärkung unseres demokratischen Grundprinzips, indem sie Toleranz und Verständigung fördert. Mein herzlicher Dank gilt an dieser Stelle allen, die sich damals im ausklingenden Jahr 1989 tatkräftig für unsere Partnerschaft stark gemacht und die sie anschließend und bis heute mit Leben gefüllt haben. Den vielen Bürgerinnen und Bürgern, den Fachleuten aus der Verwaltung und der Politik, aus der Wirtschaft, aus den Vereinen und Verbänden, hier vor allem und beispielhaft zu nennen auch der AWO-Kreisverband Leverkusen. In diesem Sinne hoffe ich, dass die Partnerschaft zwischen Schwedt und Leverkusen
auch in den nächsten Jahren so gut gedeiht wie die Bäumchen, die wir gestern gemeinsam auf dem Gelände der neuen Bahnstadt gepflanzt haben. In Schwedt, vor Wochen übrigens zwei Himalaya-Birken. Im kommenden Jahr feiert Schwedt sein 750-jähriges Stadtjubiläum, Sie haben es bereits gesagt. Die Vorbereitungen laufen bereits und natürlich freuen wir uns in Leverkusen schon darauf, als Partnerstadt zum Gelingen der Feiern beitragen zu dürfen. Ja, ich darf nun meinen Amtskollegen Herrn Bolzel zum Eintrag ins Goldene Buch und zur Übergabe eines Geschenkes an unsere Gäste, nein, an unsere Freunde, zu mir bitten. Vielen Dank. Das hier haben wir uns mal ausgedacht für eine Vitrine vielleicht, wo Sie das hier vielleicht unterbringen können. Sie sehen hier das in klein, das Wappen unserer Stadt. Wir dürfen es nicht zu sehr kippen, sonst fällt das da raus. Aber ich hoffe, das ist für Sie ein entsprechendes Geschenk. Ein Ehrenplatz bekommen. Da freue ich mich sehr. Bitte schön. Ja. Also halt nicht zu schräg halten. So. Ja. Ja. Schauen wir mal. So, und einmal noch. Soll die Dauerhacke verbunden sein? Kannst du das nicht an? Ich darf auch noch. Ihnen noch. Herzlichen Dank Ihnen. Vielen Dank. Wenn es so kalt wird, dann kann man sich daran wärmen. Sehr nett. Vielen Dank. Ja, schön. Dann würden wir jetzt den Eintrag ins Gold. Oder machen wir das? Zwei Schritte mehr. Thank you.
Gäste aus Schwedt. Lieber Herr Volzel, Herr Öffner, ich wünsche Ihnen eine ganz angenehme Heimfahrt. Kommen Sie gut nach Hause und berichten Sie kurz, dass Sie angekommen sind, damit wir beruhigt sind. Herzlichen Dank für Ihr Kommen.